Wunderschönen guten Tag, willkommen zurück. Don't Starve Together, jetzt auch wieder mit Yogi in Ton. Ja, und mit dem Krian im Ton auf der anderen Seite. Hello. Hallo. Du hast gesagt, du hättest mich sowieso gehört. Dich habe ich wunderbar gehört. Also ich habe jetzt tatsächlich nochmal ein bisschen mich schlau gelesen, was man so machen kann gegen den Regen. Also Regenschirm ist erstmal eine sehr sinnvolle Sache. Aber muss man halt ein Schwein für töten. Schweine töten gibt irgendwie immer 3 Punkte mehr auf dem Charakter Unartigkeit. Und mit Unartigkeit besteht die Chance, das und das zu spawnen. Das ist alles etwas komplizierter. Also aber lohnt sich dementsprechend nicht. Ja doch, ich glaube schon, weil es ist halt, wenn du nass bist, kriegst du Kältedinger. Und wenn du halt 100% nass bist, hast du 100%, hast du 30 Temperatur weniger. Deswegen frieren wir auch dauernd. Alter, ich fange hier einen Vogel nach dem anderen. Na, die bringen Federn. So, aber ich wollte einen Prehestitator bauen. Science. Und also das Wohlbefinden nimmt dementsprechend natürlich ab. Ja gut, ein Rainometer bringt mir ja nichts. Ich weiß dann, dass es regnet, aber das weiß ich auch so. Hallo. Hallo. Ah, ich sollte vielleicht nochmal eine Runde Holz schlagen. Ich finde das so ein bisschen uncool, dass hier meine Leiche jetzt rumliegt. Ich finde die sehr stylisch, da wie sie das Feuer anguckt, tatsächlich, muss ich ja gestehen. Hey, ich bin wieder trocken. Mal gucken, wann es wieder anfängt zu regnen. Jetzt, ey, geil. Und der Bergarbeiterhelm, der hilft wohl auch ein bisschen gegen Regen, aber der verbraucht sich halt. Das ist halt bescheiden. Das trifft es ganz gut. So, mal ein bisschen Feuerholz, damit es uns nicht... Ah, wobei, jetzt soll es uns ja nicht mehr kalt werden aktuell. Think Tank, Cuddle Crafter, Pulse Wheel. Ich denke dauernd, weil ich so ein bisschen geisteskrank schon bin, dass ich, Na, guck mal, ich kann eine Mauer erfinden. Geisteszustand! Ich räume hier mal alles weg, was ich hier so angesammelt hatte in meinem Inventar. Mach das mal. So, Magic. Baue ich da den Prä? Ja. Wir sollten die Beeren verarbeiten. Ja. Die fangen an zu vergammeln. Das ist nicht gut. Ja, dann let's go, ne? So. Kommst du mal down under? Wir haben ja unten auch noch Kisten. Was? Oh. Da ist aber nicht viel drin. Ein paar Holzbretter, Scheiße und Federn. Ah, Scheiße. Okay, es wird dunkel, pass auf. Ja, bin schon wieder zurück. Ich bin schon wieder da. Können wir die Leiche irgendwie wettbewegen? Nee, glaub nicht. Ich habe jetzt mal 2 Eier und 2 Beeren reingeschmissen. Gucken, was passiert, ja. Und eine Fackel bringt wohl auch ein bisschen Regenschutz. Ah, okay. Gibt Marmelade. Das macht wenig Sinn, aber okay. Hey, du. Ich habe 2 Locksuits. Ich glaube, ich habe einen von dir, kann das sein? Auf Wiedersehen, sagt er. Es will anscheinend nicht. Ich mach mal einen Cut an der Stelle. Er hört mich auch nicht mehr. Glaube ich. Bis gleich. So, da sind wir wieder. Hallo. Hallo. Mal gucken, wie lange... Oh, meine Aufnahme läuft gar nicht. So, jetzt läuft meine Aufnahme. Jetzt bin ich auch da. Hallo. Hallo.
Ja, wir waren wo stehen geblieben? Wir wollten uns eigentlich eher regensicher machen. Dieser Spoiled Pretty Parasol, der gammelt auch tatsächlich, den ich da Ja, sowohl dir als auch mir gebaut habe. meiner ist schon vergammelt. Ja, ich habe meinen jetzt einfach mal ins Feuer geschmissen. Der ist, glaube ich, ganz gut aufgehoben. Wir wollten im So. Prinzip, wir brauchen Schweinehaut. Wir brauchen Schweinehaut, ja. Hatten wir irgendwo einen Sumpf, wo wir Schweine vielleicht reinlocken können? Oh, ich Ja, weiß der nicht, ob ist recht das weit weg. in dem Spielstand war oder in einem anderen. Ich weiß, dass wir hier einen Sumpf haben auf der Map, relativ weit östlich, aber da sind halt keine Schweine auf dem Weg. Sprich, man müsste oben die Schweine holen, damit die in den Sumpf gehen. Ich gehe einfach mal, bevor wir da einen Plan haben, im Osten ein bisschen inspizieren. Weil auf meiner Karte warst du da auch noch nicht. Ja, da kommt auf jeden Fall ein Sumpf. Da komme ich mal mit hin. Also Sü Norden ist auch noch ein Weg offen. Sag ich so jetzt mal. Aber warte, ich könnte meinen Hut aufsetzen. Da kriegt die Ah Sanity ja, wieder. ich sehe. Ja, stimmt. Ja, dann. Wir können ja gucken. Vielleicht haben wir da ja schon Glück und da sind eventuell ein paar Schweine. So, hier ist übrigens auch der andere Tombstone. Ja, den habe ich benutzt. Ah, okay. Oh, mit dem legen wir jetzt mal nicht Weil an. das der östliche war. Ja, im Westen gibt es noch einen. Ich hätte vielleicht Essen Genau. mitnehmen sollen. Ich hätte vielleicht einen Chest damit. Hast du Hunger? Ich habe noch 6, noch 52, also Hier, komm mal ran jetzt. Evil Flower, dich fasse ich nicht an. Hier. Dankeschön. Bitteschön. So, sicherheitshalber mal Twix mitnehmen. Ja, das kann eigentlich nie schaden. Ja, ich habe auch Gras dabei. Das heißt, ich kann im Notfall eine Hier sind Torch überall machen und nur nasse Stellen einfach. den ganzen Wald abfackeln. Ja, das ist doch eine gute Idee. Wald abfackeln finde ich ja grundsätzlich immer sehr ehrbar. Hat irgendwas den Chester getötet oder habe ich den aktuell nicht dabei? Ich glaube, ich habe ihn aktuell einfach echt nicht dabei. Also hier sind Frösche. Warum flimmert mein Bild immer mehr, obwohl meine Sanity steigt? Hier ist auch ein Pilz. Hier oben ist ein Spinnennest. Ist ein großes Spinnennest, würde ich sagen. Scheint aber ein einziges zu sein. Oh, hier ist ein Grab. Plündere er es! Plündere er Ich es! glaube, das hast du schon geplündert. Was kann sein? Also da haben wir auf jeden Fall ein Spinnennest. Habe ich Der Materialien Sumpf? für ein temporäres? Nein, aber ich kann mir einen Baum fällen. Damit ich ein temporäres Feuer machen muss und nicht mit einer Fackel den Wald abfackeln. Ja. Oh, hier sind Fliegen bzw. Mücken. Ihr seid eklig. Geht weg, ihr Mücken. Oh, hier ist Schweinebärhaus. Schweinebärhaus? Ja, also Schweinemensch. Okay, gerade schon gedacht. Was geht jetzt ab? Ich habe auch gelesen, es gibt ja diesen großen Bienen-Dings da. Ja. Du weißt, was ich meine, diesen großen Beehive. Wenn man den schlägt, droppt der wohl Honig und erst ab viermal schlagen hat man die Chance, dass der Bienenboss spawnt. Das wäre unter Umständen auch keine allzu schlechte Quelle für Honig. Ja, aber die Chance, die Frage ist halt, erst ab viermal besteht die Chance. Also die ersten drei sind for free. Scheinbar. Also es lohnt sich sozusagen, Beehives zu schlagen. Aber der Bienenboss an sich macht mir ein bisschen Angst, muss ich gestehen. Hier scheint, ja, hier ist noch ein zweites Bienennest. Ich habe einen Sugar Cookie bekommen. Das ist ja fast wie ein Sugar Daddy. Oh, jetzt sind die Spinnen abgehauen. Ja, ich habe eine Spinne getötet und ich habe einen Sugar Cookie bekommen.
Ja, cool, ist noch Weihnachtsding hier. Hatten wir das? Ah, es fängt an zu regnen. Das müsste die Verbindung bei uns sein, genau. Ich gehe mal weiter Richtung Norden. Da wir nichts haben, um gegen den Regen anzukommen. Im Sumpf gibt es hier auch nichts Interessantes. Eine Mandrake. Die verfolgt einen jetzt, gell, oder? Oder wie kriege ich die gefangen? Beim ersten Mal verfolgt sie dich und irgendwann chillt sie wieder und dann... Dann kannst du sie umbringen. Hast du es bald? Kannst du mal aufhören rumzuturnen? Es dauert eine Weile, bis die nicht mehr hinter dir her ist. Da drüben muss ich lang. Na, ich glaube, es gibt noch einen nächtlichen Zwischenstopp hier. Na, wobei, wir bilden einfach mal eine Fackel. Fackel gebildet. Dann laufen wir nach Hause. Ich habe mir ein Lagerfeuer gemacht. Ja, ich bin fast daheim. Ich muss nur noch nach oben laufen quasi. Ich dachte, das kann ich mir mal gönnen. Und zur Not habe ich noch meinen Miner-Head dabei. Stimmt, habe ich auch noch. Hier hat irgendwer einen Baum abgefackelt. Ha, hier sind Truhen. Hier bin ich daheim. So, warte. Hier ist Holz. Wir wissen nicht, welcher Pilz was bringt, gell? Nee, aber gekocht sind sie alle gut. Also nicht gekocht im Crockpot mit Eis oder so. Ja. Ich esse mal den Sugar Cookie und hoffen, dass er mir was bringt. Nö. So. Ja, der Chester gammelt hier rum. Chester, wo haben wir denn dein Auge hingetan? Weißt du das? In der Kiste. Ah, ja. Warum auch immer das der Fall war. Ah, ich muss unbedingt mal merken, welcher von den Pilzen was macht. Oh, ein Blitz. Da war es kurz hell. Monster Meat kann ich nicht essen, gell? Kannst du schon, ist nur nicht gut für deine Sanity. Auch gekocht nicht? Auch gekocht nicht. Ja gut, aber ich habe relativ viel Sanity aktuell. Ich bin bei 150 Sanity, da kann ich mir so eins gönnen. Ja, kannst du dir das mal leisten, das stimmt. Du nährst ganz schön, mein Drake. Guck mal, dafür braucht man nur ein Holz. Ding. Danke. Ah, jetzt bist du endlich still. Jetzt hältst du deine Schnauze. So, jetzt habe ich eine Mandrake. Ich brate die auch oder auch nicht. Ja, da können wir jetzt hier. Können wir da was reinpflanzen? Ja. Schönen Weihnachtsbaum reingebaut. Das ist doch schön. So, ich glaube, wir müssen uns jetzt mit zum Schweinebär mal anlegen. Schweinemann. Ja, ich komme zurück, räum aus. Ja, ich passe mir da mal eine Rüstung. Chester, hast du noch was dabei, du nasses Ding? Nee. Kannst du mir essenmäßig sowas geben, dass ich HP und Hunger voll habe? Kommt drauf an, wie viel du hast oder wie wenig. Also ich bin bei 62 HP und 37 Essen. Ja, wir sind da an was dran. Und dann komme ich, räume mein Inventar aus und dann müssen wir halt ein paar Schweinebär-Menschen töten, weil dieser dauernde Regen ist wirklich... Er geht halt gar nicht klar, also der... Ich weiß auch nicht, wo wir hier leben oder wohnen, dass es im Frühling Regensaison ist, das finde ich, also... Es geht mir einfach stark auf den Geist. Sollen wir direkt die Schweinebär-Menschen nördlich von uns töten, oder? Ja, würde ich fast vorschlagen, bevor wir jetzt irgendwelche suchen gehen. Und bis jetzt haben die uns noch nichts gebracht. Da, wo wir ihre Hilfe mal wollten, haben sie sich einfach nur versteckt.
Na, da. Oh, hier liegt Holz rum. Ja, gratis Holz. Oh, was kann ich hier... An der Hohe, die können wir noch nicht. Geisteszustand, nehme ich. Legen wir einfach hier hin. So, was braucht ich für eine Rüstung? Holz. Zwei Seile brauche ich noch. Hallo. Hallo. Ich gönn mir mal das... Gönn dir das mal. Und da ist tatsächlich auch noch in der Truhe. Und hier, ich gebe dir auch noch was. Ach, willst du mich verarschen? So, ich wäre bereit zu kämpfen. Ja, mir ist kalt. Ah, cool. Also ich kann jetzt quasi nicht wirklich vom Feuer weg. Ja gut, das wird nicht besser, solange es regnet tatsächlich. Rote Feder haben wir nicht, weiße Feder haben wir auch nicht. Schwarze, wir könnten uns Sleep Darts machen. Dann können wir die auf jeden Fall besser bekämpfen, würde ich behaupten. Wo sind denn unsere Bienendinger? Da. Alter, ich kann gerade 2 Meter vom Feuer weggehen. Wir haben auch noch Thermalstones, also. Ja, aber die bringen ja auch nicht viel. Pseudo-Thermalstones. Ja, besser als nix, ne? Rotten Egg, brauchen wir die für irgendwas? Ich habe keine Ahnung, also ich würde es aber eher mal in Truhe tun. Wir müssen die Berries mal verkochen, die vergammeln gerade. Ich bin schon dabei die ganze Zeit. Ich habe auch noch Pilze. So, Sleep Dart. Machen wir mal. 3 Sleep Darts. So, was haben wir denn hier? Falt, gab es auch die Fallen hier? Ich guck mal, was Berries mit einem Pilz machen. Ja, mach das. Ratatouille, würde ich sagen. Weil die Berries sind nämlich fast vergammelt. Ja. Oh, ich habe bald kein Feuerholz mehr. Ich habe noch Holz. Okay. Gutes Ratatouille. Haben wir noch Gras? Ich habe 13 bei mir. Wenn du mir haben. Ah, warte, nee, warte mal, ich glaube, es ist zu spät. Okay. Die Berries sind vergammelt. Jetzt haben wir Rot. Geil. Daraus konnten wir doch auch irgendwas machen. War das nicht das, der Booster? Kann sein. Die Eier vergammeln auch bald. Hast du irgendwelche guten Eierrezepte? Keine guten. Ich habe die immer irgendwo mit Fleisch und Beeren reingestopft. Wir haben hier drüben auch noch 5 schwarze Federn. Ich mache jetzt mal Eis, ein Monstermeat, ein Pilz und ein Ei. Wird schon irgendwas bei rauskommen. So, gleich ist wieder Nacht. Ich habe das Gefühl, es wird Ich habe das Gefühl, dass dein Internet wieder ein bisschen rumspinnt. Nein, das möchte ich gar nicht hören. Du hörst dich sehr robotermäßig an, es sei denn, du hast auf einmal... was ist das denn, was du da gekocht hast? Pierogis. Pierogi. Ja. Mach ich nochmal. Ja, was haben die gebracht? Muss ich gleich mal nachschauen. Ich weiß aber nicht mehr, was ich reingestopft habe. Ein Ei, ein Pilz, ein Dings und ach, mach mal einfach noch so ein Monster-Meat rein. Normales Meat. Also, Pierogis. Die haben 40 Leben gebracht, 37,5 Magen und 5 Dings. Pilz, Monster-Meat, Eis und Ei. Also du hast erst reingeschmissen, anstatt zu gucken,
Ah, ja, Pierogis. Davon würde ich dann auch eins essen, weil 40 Leben sind gut. Das darfst du dir gerne gönnen. Ganz kurz schnell und schnell wieder zurück. Bin ich noch Robotik oder? Nee, hat sich wieder. Okay, dann. Ich warte aber mit dem Essen, weil ich bin noch relativ gesättigt. Dann warte ich bis da wieder Hunger. 37 hast du gesagt, gell? Bei 37,5, irgendwie sowas. Ja, so. Aber, wie mir die Pirocken schmecken werden, seht ihr frühestens beim nächsten Mal, weil die Folge ist zu Ende. Da ist Hand. Bis dahin euch noch einen schönen Tag und auf Wiedersehen. Haut rein, bleibt gesund, bye bye.